Oh, was haben wir Farbe bekommen? Hallo und herzlich willkommen zum Thema, ja, weiß Bescheid, was steht hier, Hydroponik. Wir werden heute einiges gemeinsam wieder durchmessen. Ich gestehe, ich habe hier gar nichts gemacht die letzten Tage, außer die Pflanzen gepflegt, ganz klarer Fall, aber sonst hatte ich keine Zeit. Wisst ihr ja warum, nicht wahr? Zumindest die regelmäßig zuschauen. Es ist noch so viel zu tun draußen, ja, da freue ich mich schon drauf. So, aber ich möchte heute mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen, von daher, damit wir das nicht ganz vernachlässigen, widmen wir uns heute Hydroponik. Das ist das Schätzchen oder die Schätzchen, die wir jetzt zuletzt gemeinsam gemacht haben. Die Dreiergruppe hier, haben wir zwei Chili-Mutanten und eine Mimose. Ich habe sie jetzt gestern Abend hier schon hingestellt, damit die Mimose ihre Blätter öffnet und ich sie dann euch auch mal filmtechnisch zeigen kann. Ansonsten, wenn ich hier einmal dran wackele, dann sind die Blätter natürlich sofort wieder eingeklappt, nicht wahr? Weiß Bescheid. So, dann werden wir ein neues starten, ein neues Projekt und zwar mit der Mimose. Das klappt wunderbar. Die Jacaranda, die hatten wir schon einige pikiert und anfangs hat das wunderbar funktioniert. Und plötzlich gingen die Dinger kaputt. Also sie stehen noch hier, sind noch am Leben zum Teil in dem Sinne, aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und dann habe ich mir heute gedacht, wir haben jetzt diese beiden noch hier, die haben wir drin gelassen damals. Die eine wächst schon etwas kräftiger wieder, ich habe sie wieder im Griff, aber denn auch die waren komplett am Schwächeln gewesen. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, ehrlich. Das ist, da steckst du manchmal einfach nicht drin. Ich habe sie dann einfach ja ganz wenig gegossen, so dann auch mit Osmosewasser und zwischendurch einen ganz kleinen Schluck mit Dünger. Und wenn ich weiß, warum, gehen die Pflanzen kaputt. Nicht wahr? Du kannst dann natürlich ganz schnell überdüngen. Und von daher dann lieber vorsichtig sein, nicht wahr? Vielleicht kann man sich da so rantasten und nach wird das Ganze wieder ein bisschen grüner. Nur wenn man zu viel reinkippt, wieder dann schwächern die Pflanzen wieder und gehen dann doch noch kaputt, weil die Wurzeln das irgendwie nicht vertragen. Das ist halt bei diesen exotischen Pflanzen, da müssen wir uns auch so ein bisschen ja, reinarbeiten, kann man ruhig sagen, denn es sind halt Pflanzen, die bei uns nicht wachsen, nicht wahr? Und von daher müssen wir da auch Erfahrungen sammeln und das kann man natürlich am besten, wenn man ständig Experimente macht. So, Kladex, auch hiervon werden wir eine, ich denke mal die kleinste hiervon, die noch am schwächelsten ist, schwächsten ist. Ja, die werden wir heute zur Hydroponik vorbereiten. Das werden wir natürlich auch gemeinsam machen. Und ich werde euch so das eine oder andere zeigen, was hier in Hydroponik steht. Denn es ist auch immer wieder etwas schief gelaufen. Und zwar mit unserer ersten Tomate. Ja, die steht jetzt hier im Becher und nicht mehr in so einem Pott. Was ist hier passiert? Ja, der Wurzelhals ist abgefault und das Ding wurde immer, die Blätter wurden immer zusammengezogen. Dann habe ich mal nachgeguckt und habe festgestellt, plötzlich die Wurzeln sind auch am Faulen gewesen. Also nicht nur der Wurzelhals, sondern auch die Wurzeln waren am Faulen gewesen. Also was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Ding einfach abgeschnitten und wieder ins Wasser gestellt. Ja, vielleicht können wir es ja doch noch zum Überleben anregen. Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich auch gemeinsam an, woran es jetzt liegt, dass der Wurzelhals verfault ist. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute, weil das Ding ja auch in so einem Pöttchen stand hier, so wie diese auch. Das waren unsere ersten Versuche, nicht wahr? Also nicht erschrecken, wenn ihr heute das erste Mal seht. Das ist natürlich nicht eine Vorgehensweise, die ratsam ist, aber es war nur, um zu gucken, wie die Pflanzen wachsen. Das Ganze steht hier in so einem ja, abgeschnittenen Flaschenhals und der wackelt natürlich ständig hin und her hier in diesem System. Und es kann durchaus sein, dass der Wurzelhals dadurch einige Male geknickt wurde und dementsprechend das Ganze dann abgefault ist. Also bin ich hier ein bisschen vorsichtiger jetzt. Wobei wir natürlich demnächst das ganz anders handhaben werden, wie gesagt, nicht wahr? Wir sind ja schon dabei, einige Systeme selbst zu konfigurieren in dem Sinne. Aber nun ja, wir testen uns ja auch noch weiter voran. Von daher bleibt es mit Sicherheit sehr spannend im Hydroponik-Bereich. So, ich rede schon wieder viel zu viel, sorry. Das heißt, Latex, wir schauen jetzt mal ein paar Sachen an. Mensch, mein Junge. Mimose in der Hydroponik. Ja, Hydroponik. Es funktioniert. Jetzt kann man die Blätter auch sehen, sie sind noch geöffnet. Wir wissen ja, sobald wir das Ganze ein bisschen berühren oder wackeln, dann klappen die Blätter ein. Und da habe ich das hier mal so stehen gelassen. So, dann schauen wir uns mal jetzt den Wurzelbereich an in dem Sinne. Ja, das Ganze sieht okay aus. Auch die abgeschnittenen Wurzeln von den Chilis sind tatsächlich jetzt wieder am Nachwachsen. Ich denke, man kann es erkennen. Ich schalte mal ein bisschen, dass der Tropfen noch runtergeht. Ja, ich denke, man kann es sehen. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt tatsächlich langsam am Wachsen. Ja, es ist also eine coole Sache. Siehst du, da sind die Blätter schon eingeklappt fast. Ja, Mimosen funktioniert wunderbar dann jetzt dementsprechend hier in der Hydroponik. Von daher werden wir das dann auch mit den Jacaranda gleich mal starten. Das ist so genial. Ja, das ist natürlich, ja, es ist, wir wissen es ja nicht, weil hier kann man kontrollieren, wir können es rantesten mit dem Dünger, wie viel Dünger und wann und hast du nicht gesehen. Es ist viel einfacher als in der Erde, weil man es hier halt nachmessen kann. Das ist so genial. So, ja, meine Güte, das ist richtig cool. So, komm, weiter geht's. Gemessen und nachgedüngt in dem Sinne. So, dann schauen wir ganz kurz hier. Das sind die Werte vom letzten Mal. Wir waren bei 600 Mikrosiemens mit dem HK Voss, hatten dann den pH-Wert runtergebracht.
auf 6,1 dann nochmal erhöht. Okay, die Werte sind geblieben. 600 Mikrosiemens, nicht wahr? Wir haben kein Wasser nachgefüllt, von daher bleibt der Wert, sollte der Wert dann auch gleich bleiben. pH-Wert ist wieder gestiegen auf 7,2. Okay, dann haben wir jetzt nochmal aufgedüngt. 1,5 Milliliter HKFOS Soft Spezial und kommen jetzt auf einen Wert von 860 Mikrosiemens und ein pH-Wert von 7,1 plus ein Tropfen pH Down. Dann sind wir jetzt beim pH-Wert 5,9 wieder. Das muss ich jetzt aber wirklich mal echt jeden Tag kontrollieren, gegebenenfalls dann nochmal was nachtun, damit ich das mal richtig in den Griff bekomme. Aber nun ja, nicht wahr? Irgendwann kriegen wir das schon hin. Auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg. 860 Mikrosiemens jetzt dementsprechend gegenüber 600. Ganz einfach mal zu gucken, ob die Pflanzen dann dementsprechend noch besser wachsen, damit sie ausreichend versorgt sind. Ja, da müssen wir uns jetzt mal rantasten. Aber ich denke mal, bis 1000 sollte das kein Problem sein. Weiter geht's mit der Tomate hier. Ich habe gerade schon mal gemessen. Interessanterweise ist der pH-Wert geblieben bei 5,3. Das ist schon mal genial. Also haben wir das Wasser so weit okay, dass der pH-Wert stabil bleibt. Wir haben hier das Ganze mit 660 Mikrosiemens aufgedüngt. Wir sind jetzt bei 600. Ich gebe jetzt ein bisschen Dünger rein. 0,5 Milliliter von dem Blomdünger, von dem roten hier. Einen Blütendünger, weil ich ja möchte, dass die Pflanze nicht besonders kräftig wächst, sondern eigentlich mal anfängt zu blühen. Von daher nehmen wir dieses Mal den Blumendünger, um die Werte auch ein bisschen höher zu bringen. 600 ist ein bisschen wenig für die Tomaten. Am Anfang, es war ja ein ganz kleines Pflänzchen, nicht wahr? Wir erinnern uns, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und es hat wunderbar funktioniert. Das ist so genial. Die Pflanze ist wirklich wunderschön am Wachsen. Man sieht ja auch wunderschön die Wurzeln. Wunderschön, wunderschön, nicht wahr? Jetzt haben wir ein neues Wort, meine Güte. Okay, wir sind jetzt bei 750 Mikrosiemens. Okay, das lassen wir so, das tasten wir uns langsam ran, um den Wert zu erhöhen, so nach und nach. Ich schreibe das mal eben auf, bevor ich das gleich wieder vergesse. Was waren das jetzt? 700? Weiß Bescheid. 770? War das richtig? Naja, ich gucke gleich nochmal nach. So, ja, ich würde sagen, das Projekt lassen wir weiter so laufen. Das funktioniert wunderbar. Auch den pH-Wert haben wir jetzt tatsächlich im Griff. Also das ist total genial. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber nun ja. It is so, it is, nicht wahr? Kurz die Werte zum Festhalten. Wir sind jetzt, ja, heute ist der 22.04. Hier, es waren doch 750 Mikrosiemens, die wir jetzt aufgedüngt haben. Ach, ich muss da drauf schreiben mit dem Blumen, dass wir das nicht vergessen. Sonst weiß ich später gar nicht, welchen Dünger ich hier gedüngt habe. Nun ja, wir hatten hier am 12.04. pH 6,6, aber von 5,3 auf 6,6 gestiegen. Da haben wir einen Tropfen Minus reingemacht, pH. Wir waren auf 5,3, Mikrosiemens wert 660. Und heute haben wir 5,3, also pH-Wert ist tatsächlich geblieben. Ja, 600 Mikrosiemens, jetzt mit Blumendünger aufgedüngt auf 750. Mikrosiemens und dementsprechend ja, wird dieses Projekt scheinbar richtig cool laufen. Dann starten wir jetzt Projekt Jacaranda. Ich nehme jetzt also tatsächlich die schwächste Pflanze heraus. Muss man mal vorsichtig den Boden. Ich meine, das Pikieren damals hat ja wunderbar funktioniert bei den Jacaranda. Nur sie sind dann auch wunderschön gewachsen und plötzlich haben sie aufgehört. Die Blätter wurden bräunlich von den Spitzen her immer weiter, bis wir irgendwann die Pflanze also nicht mehr richtig schick ansehen konnten. So, kommt es jetzt mal langsam raus hier? Ich wollte eigentlich nicht bis... Ist echt schon so tief gewachsen? Ah, jetzt. Jetzt haben wir hier. Guck mal. Ja, eine wunderschöne, recht lange Wurzel schon. Die müssen wir dann gleich natürlich zurückschneiden, aber das wissen wir ja schon. Denn ansonsten, oder auch nicht, ach, weiß ich gar nicht. Muss gleich mal gucken. Das mache ich jetzt einfach mal so spontan, bevor ich hier etwas Falsches erzähle. Lege ich den erstmal hier ins Wasser, damit wir den dann gleich weiter vorbereiten können. Ja, meine Güte, Jacaranda. So, vorsichtig wieder andrücken, den Kandidaten hier. Den haben wir natürlich nicht mit herausgenommen. Der soll ja hier drin bleiben, um mal zu gucken dann, ob er vielleicht hier drin wächst. Er ist ja hier drin auch gekeimt. Mal gucken, vielleicht schafft er es dann alleine, im Alleingang sozusagen, hier dann in diesem kleinen, relativ doch langen, hohen Topf. Nicht klein, für dieses Pflänzchen, nicht wahr? Okay, dann zeige ich euch mal eines dieser Pflänzchen, wie die aussehen jetzt. Also man sieht oben, das Blatt ist mittlerweile ganz braun schon. Ja, und ich habe gerade etwas festgestellt. Ja, also ich habe jetzt schon 20 Mal dran gerochen. Die strömen einen Duft aus, ähnlich wie, ja, wie Bienenwachs. Tatsächlich. Das riecht so, duftet so ein bisschen nach Bienenwachs, so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Also ist interessant. Die duften jetzt interessanterweise stärker. Hier kann man gar nichts mehr riechen. Wahrscheinlich, weil der Duft hier zu extrem ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Pflanze irgendwelche Ausdünstungen hat, Ausscheidungen hat. Dementsprechend, ja. Also das ist jetzt mal gerade interessant zu beobachten. Mal überlegen, was wir mit diesen Schätzchen noch machen, um sie retten zu können. Auf jeden Fall hat es hier in der Erde nicht so gut funktioniert. Es ist nun mal, ja, die Pflanzen sind ein bisschen empfindlich in der Haltung. Und von daher, wenn man den richtigen Weg hat, ist natürlich kein Problem mehr, nicht wahr?
aber irgendwie muss man langsam dahin kommen. Ich weiß mal, hier bei dem klappt es ja mittlerweile. Die hatten keine braunen Blattspitzen bekommen, die hatten wir allerdings auch nicht pikiert. Wobei die, die wir hier pikiert haben, anfangs ja wunderbar gewachsen sind. Sie waren ja so klein gewesen und sind dann sehr schnell sehr gut gewachsen. Und plötzlich ja, kam dann diese Blattwelke von außen nach innen. Okay, das nehmen wir einfach so mit. Auf jeden Fall werden wir den jetzt hier für die Hydroponik weiter vorbereiten, weil es dann da doch scheinbar viel einfacher ist für solche Pflegefälle. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir haben jetzt hier wieder einen neuen Behälter, einen neuen Deckel. Diesmal wieder mit drei Löchern drin, dementsprechend drei Töpfchen. Da will ich noch was anderes reinmachen. Was genau, weiß ich gerade nicht. Ich habe es jetzt so schon gemacht, um Platz zu sparen. So, die drei Komponenten hier, die haben wir wieder verwendet. Abgewandelt nicht, sondern genau so, wie wir es vorher gemacht hatten bei der Tomate. Heute ist der 22.04. Jacaranda, 1 Liter Osmosewasser, 0,3 Grow, 0,6 Mikro und 0,9 Bloom. Das sind Milliliter, muss ich gleich noch dran schreiben. Ja, Mikrosiemenswert 660. pH 6,6, ein Tropfen pH minus, pH 6, wir wissen, der wird im Laufe der Zeit wieder etwas ansteigen, aber noch mehr mitbringen möchte ich ihn jetzt nicht runterbringen, weil wir sonst zu weit runterkommen. Da warte ich einfach, bis er ein bisschen wieder ansteigt, dann nehmen wir wieder einen Tropfen, senken das Ganze dementsprechend wieder und irgendwann pendelt sich das schon ein. Nur, man sollte dann eben, wie gesagt, kein Wasser hinzugeben, das ist natürlich ganz wichtig. So, ja, ich würde sagen, dann packen wir ihn da mal rein. Es donnert ein wenig hier im Raum. Meine Frau ist Nähmaschine. Näht mit der Nähmaschine. So, jetzt kommt das Ding hier rein. Ich habe mir gerade etwas überlegt. Und zwar werden wir hier jetzt bei der Jacaranda keinen Wurzelschnitt machen. Und ich weiß auch nicht, wie die Pflanze reagiert, wenn wir sie tiefer hineinsetzen. Von daher werde ich sie also nach Möglichkeit nur so in den Würfel hineinsetzen, dass die Wurzeln dann halt ja, in dem Würfel liegen und die Pflanze selber dann dementsprechend am Wurzelansatz hier doch ziemlich an der Oberfläche liegt das Ganze, damit gegebenenfalls dann das Ganze vielleicht besser funktioniert. Es kann durchaus sein, dass die Jacaranda es nicht mag, wenn der Stamm dementsprechend tatsächlich hier im Wasser mit drin ist. Von daher machen wir es jetzt einfach mal so vorsichtshalber. So, die Wurzel ziehen wir vorsichtig hier unten mit durch. Langsam. So, ready. So, jetzt steht ein bisschen schief hier drin, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden in dem Sinne. Ist auch nicht so tragisch. Das können wir nochmal abändern. So, ja, rein jetzt hier ins Pöttchen. Ein bisschen festdrücken den Rand hier, damit er auch richtig drin sitzt. Ja, also jetzt lassen wir uns überraschen, wie die Jacaranda darauf reagiert. Mal gucken, ob ich den gleich mal ein bisschen aufrichte und ob ich ihn einfach schief wachsen lasse. Sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, ne? Nee, werde ich gleich mal ein bisschen aufrichten. Ja, das war es jetzt zur Vorbereitung der Jacaranda. Mal gucken, was wir hier in die beiden leeren Behälter dann nochmal mit hineinsetzen. Die werde ich auf jeden Fall jetzt abdecken, damit hier kein Licht hineinkommt. Das ist also ganz wichtig. Das sind so runde Scheiben hier. Legen wir die einfach mal so demonstrativ da drauf, damit hier kein Licht reinkommt. Messen, tun und machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. So, wir haben jetzt die Jacaranda, die, ja, wie soll man jetzt sagen, das sind dann unsere tropischen Pflanzen in dem Sinne jetzt mal in Hydroponik, genauso wie die Mimose, um mal zu gucken, wie wir dort vorgehen. Und das Ganze wird mit Sicherheit sehr spannend werden, vor allen Dingen ist vieles dann dadurch wesentlich einfacher. So, drei Komponentendünger, das war der hier. Das sieht so genial aus, die Wurzeln. Vor allem, wie gesagt, es war so eine kleine Tomatenpflanze. Die wollte ja nicht wachsen. Es war so ein Nachkömmling, der ist viel später gekommen als alle anderen. Und war eben klitzeklein und wollte nicht wachsen. Und wir haben ihn jetzt hier tatsächlich zum Wachsen angeregt. Ja, im nächsten Film wird es dann nochmal um die Chili gehen hier. Die steht jetzt hier mal. Ja, die steht im Osmosewasser, die Chili. Die wächst richtig geil. Und dann kommen wir mal kurz zu unserem Unglücksraben hier, wo der Wurzelhals abgefault ist. Zum Glück habe ich das dann noch rechtzeitig erkannt, habe ihn dann in Osmosewasser gestellt. Also ist kein Dünger mit drin jetzt erstmal, denn der muss erstmal Wurzel machen. Wobei ich muss ihn irgendwo reinpacken jetzt wieder, weil, ja, aber irgendwie weiß ich gerade nicht genau wie. In so ein kleines Pöttchen ist natürlich nicht der Burner, müsste ich was Größeres haben. Habe ich im Moment aber nicht. Tja, von daher. Tja, würde ich sagen, lass ihn einfach erstmal im Wasser Wurzeln machen und dann wird er später mit gedüngt. Aber da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, weil die Wurzeln wachsen jetzt relativ schnell und ihn dann wieder irgendwo reinzupacken wird ein bisschen schwierig. Obwohl doch, nee, gar nicht. Ja, ja, doch, das kriegen wir noch hin. Da brauchen wir einfach einen größeren Gittertopf und dementsprechend dann, ja, Tongranulat auffüllen. Das geht auch, okay. Ja, dann machen wir das so. Aber muss ich mir auch erst besorgen. Ja, ihr seht schon, man kommt ständig wieder auf andere Sachen, andere Abwandlungen. Von daher, es bleibt spannend, gemeinsam mit euch die Thematik Hydroponik zu entdecken. Und ob wir irgendwann mal Sauerstoff hier mit reinbringen, weiß ich noch nicht. Im Moment lasse ich es noch so, weil es bisher eigentlich gut funktioniert. Und von daher, ich wollte mir auch möglichst so einfach wie möglich machen. Ich war auch nicht so kompliziert wie möglich. Und von daher lasse ich das mit dem Sauerstoff erstmal noch weg, sonst muss ich mir wieder Pumpen besorgen und Schläuche und hast du nicht gesehen und tralala und lalala.
Wir wollen gucken, ob wir es so hinbekommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das natürlich auch noch mit Sauerstoff. Aber ich denke mal, das wird so schon klappen, weil bisher sieht es ja eigentlich doch richtig okay aus. Also man kann wirklich nicht meckern, nicht wahr? Es ist so geil. Ja, das Schönste ist tatsächlich, dass wir alles nachmessen können und unsere Pflänzchen dann dementsprechend versorgen. Wenn sie in der Erde stecken und kümmern, weiß man nie ganz genau, was Sache ist. Das habe ich jetzt mal zu viel gedüngt. Ist vielleicht auch zu wenig Dünger drin oder habe ich den falschen Dünger oder sind Tierchen drin oder hast du nicht gesehen? Das ist manchmal nicht so einfach und von daher Waterkultur in dem Sinne. Geile Sache. So, meine Lieben, ich mache erstmal Schluss hier. Ich muss eigentlich noch was anderes zeigen, aber da mache ich einen zweiten Teil und dann im Prinzip dann hiervon, den hänge ich dann später nochmal mit rein. Aber na, ich muss das mal Feierabend machen hier, sonst komme ich ganz durcheinander. Aber ich habe noch was anderes draußen gerade zu tun. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Nicht vergessen, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis bald. Ja, Hydroponik. Es ist eine geile Geschichte. Überleg mal, meine Güte, guck dir das mal an hier. Die Tomate. Wahnsinn, 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 jetzt fällt sie mir wieder um. Das ist halt der Nachteil dabei, nicht wahr? Aber es ist, wie gesagt, war ja nur ein Versuch, mal zu gucken, was alles so geht. Und von daher, nun ja, könnten wir das Projekt eigentlich beenden, aber ich behalte sie trotzdem noch, nicht wahr? Doch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie ja doch noch irgendwie richtig hin. So, ciao, ciao.